Aufregung, das ist das Problem, ne? Weil ich weiß nicht, ob das noch besser wird, aber wir kommen nicht los, ne? Also im Moment liegt noch kein Schnee, wir können schön los und können schön zum Sandschleudern gehen. Weil wir wollen sie nicht, das nicht simsen. So, wenn sie, also Bekannte von unseren Freunden, weiterhin Bekannte, sie würden ihnen helfen, wenn sie ihnen das mal ein bisschen sagen würden. Wenn sie dann mal auf Mega-Vertigo 2013 gehen, dann haben wir genug für unsere Freunde, wie gesagt. So, und wir fürchten Schlimmes, und auf jeden Fall wird ihnen das Geld gestohlen. Heute verstehen wir das erstmal, ne? Weil sie sind total fleißig, total höflich, absolut sauber, ne? Das ist ja auch immer noch ein Problem, ne? Wenn wir uns Ruth, Koch und Bouffier und Merkel und Gauckmann angucken, ne? Wie gesagt, Drogenabhängigkeit, psychisches Wrack, da geht es nur in eine Psychiatrie, ne? Das ist nicht irgendwie von mir ausgedacht oder so. Da muss ich bloß immer darauf hinweisen. So, und sie waren schon dran am zweiten Sonntag. Also das wissen wir genau. Ich denke nur, sie waren schon vorher dran, weil da stolzierten vorher schon so eine Affen rum. So, die können auch mehrmals am Tag kommen und einfach Geld holen, ohne dass sie das irgendwas wissen. So, und das möchte ich auch nochmal anbieten, ne? Also internationalen Geheimdiensten und alles oder so, ne? Ein Haus, ein paar Rundis, ne, schön abgeschlossen, erstmal passen sie kurz auf uns auf, ne? Bis wir das alles im Griff haben und schön gesichert haben, so, und ich zeige ihnen, was sie wollen. Aber höchste Geheimhaltung, ne? Einmal denke ich, das kann man nicht mehr jeder. Und sie sollten mal überlegen, und das möchte ich auch den Ostblock-Geheimdiensten nochmal sagen, was für eine Menschenverachtung, wenn man das geübt hat und trainiert hat. Eine Hypnose Anlage, ne? Lösen sich davon diesen alten Hardliner, ne? In den Ostblock-Geheimdiensten. Sie wurden nun benutzt, werden sie doch, sie sind auch aus dem Volk. Oder sind sie König oder Adel? Oder sind sie ein Fabrikbesitzer oder so? Nein, na ja, sie sind der Geheimdienst. Also sie sind aus dem Volk. Also helfen sie ihrem Volk, dass dieser Mist endlich wegkommt. So, ich mach die sowieso alle platt, die Kommunisten, da welche Scheiße. Das bin ich schon meinen Armen schuldig. Und uns selbst, ne? Das möchte ich mal sagen, wir haben kein Leben mehr. Ne? Die haben sich über uns lustig gemacht. Wer weiß, wie oft wir geangelt haben. Wer weiß, wie oft wir in unseren eigenen Wäldern Fotos gemacht haben. Ne? Kein Wunder, Tiger und alles sowas. Ne? Kein Wunder, dass wir riesige Wälder mögen und dass ich mich da total wohlfühle und meine Frau auch. Ja. Wo waren wir wohl immer? In den geheimsten Dingern. Ne? Und auf jeden Fall müssen wir auch gewesen sein, wo ständig Kälte herrscht und wo es sehr kalt ist im Winter. Auch da müssen wir gewesen sein. So, wir werden schon exklusiv nochmal was Neues sagen. So. Und zwar, ja, wir liegen ja jetzt wieder länger im Bett. Und zwar ist es so, ich habe da ein Fluggerät entwickelt. Das ist ziemlich groß gewesen. Das sieht aus wie ein Flugzeug, aber fliegt nicht in großer Höhe, ne? Fliegt nur kurz über dem Wasser. Leider sind die Hirnschäden so groß, ne? Auch neuerliche Hirnschäden, die sonst immer weiter durch Heroin und so beibringen, ne? Deshalb kriege ich das nicht mehr scharf. Ich glaube, das war noch Turboprop-Antrieb. Also Propellerflugzeug. Ein Riesending. Ne? Und da müsste es mindestens einen Prototyp gegeben haben. Bei der Russen. Ein ganz großes Ding. Ne? Selbstverständlich grün. Ich krieg's nicht scharf, ich komme nicht mehr raus. Ist alles weg. Vielleicht haben sie mir es auch gesperrt. Aber es war gedacht, Radar zu unterfliegen und auf dem Wasser eine sehr hohe Geschwindigkeit zu fliegen. Also viel schneller als Schiffe und so weiter und so fort. Ich möchte auch noch erinnern, dass auch die Technologie der Tragflächenboote, besonders in der Sowjetunion, ja auch immer weiter vorangetrieben wurde. So. Also das ist wieder das Nächste, was ich da entwickelt habe.
sicherlich meine Frau dazu. Leider hat sie so wenig Erinnerung. So, und wie wir ihr Hilfe kriegen, wie man ihr alles macht, dass hier weiter nichts passiert, ne? Wie sich die ganzen Gerichte, Polizei und so alle entschuldigen, wie man uns dann wieder töten will, ne? Das war die Antwort mit uns beiden, das sollte bloß nicht auffallen. Deshalb war meine Frau erst dran und ich natürlich noch viel döller, ne? Das war die Antwort auf den Tag, wo ich so viel aufgenommen habe.